Wir waren heute in der Region Wendland unterwegs und haben völkische Siedler, Neonazis und Akteure dieser rechtsextremen Szene besucht. Bei dem letzten Besuch jetzt hier war die Rückmeldung, dass man sich wünscht, dass wir häufiger vorbeikommen, dass es mehr Hilfestellung, mehr Dialog mit der Dorfgemeinschaft gibt. Schön war gerade eben ein Zitat eines Dorfbewohners, der sagte, das Dorf ist sich einig, dass solche völkischen Siedler nicht zu bekehren sind und dass da auch nichts zu holen ist mit Dialog oder diese Leute irgendwie umzustimmen oder zu überzeugen, dass ganz klar sein muss, dass das Dorf da eine geschlossene Position hat. Alerta! Alerta! Antifaschista! Rechts ist keine Meinung, sondern wirtlos Kommando. Keinen Fuß bei den Faschisten, scheißegal, wie laut sie brüllt. Keine Toleranz für Nazis. Wir sind hier bei Timo Lag endlich auch mal angekommen. Nein, wir haben dich nicht vergessen. Heute besuchen wir dich und hier ein paar Informationen. Herr Timo Lag hat vorher in Wiebese gelebt, hat sich bei der identitären Bewegung verortet. Seit er hier wohnt, bezeichnete er sich selber als völkischer Siedler. Als er noch in Wiebese gewohnt hat, gab es die Befürchtung aufgrund dessen, dass es einen hohen Leerstand in diesem Dorf gab, dass dieses Dorf ein neuer Siedlungsort wird für diverse andere Nazis. Dort in diesem Dorf in Wiebese hat auch eine Freundin von ihm gewohnt, und zwar eine NPD-Funktionärin, Jennifer Wiese. Diese wiederum wurde nach einer gewissen Zeit aus dem Landkreis verjagt, indem nämlich Leute immer wieder bei ihren Arbeitgebern Bescheid gegeben haben, was sie für eine Person ist. Seit einiger Zeit versucht er durch Querfronttaktik Anschluss an die wendländischen ImpfgegnerInnen-Szene zu bekommen. An seinem Haus in Brese im Bruche prangte vor kurzem noch ein Banner, welches die Impfkampagne mit industriellem Massenmord vergleicht. Schade, der gute Timothy Lark scheint nicht zu Hause zu sein. Was kann man dagegen tun? Erstmal kann man natürlich erstmal hinschauen, wer dieser Mann ist. Im Alltag ist es wichtig, dass Sie genau hinschauen und im Zweifel nachfragen, wenn Sie eine Aussage oder eine Verhaltensweise irritiert und eindeutig menschenverachtende Aussagen deutlich widersprechen. Informieren Sie sich. Mit Ihren Fragen und Unsicherheiten können Sie sich an lokale Bündnisse gegen Rechts oder die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus wenden. Auch wir haben hier auf diesem Flyer eine E-Mail-Adresse, wo Sie gerne sich hinwenden können, wenn Sie Fragen haben oder vielleicht sogar interessante Informationen. Vernetzen Sie sich und organisieren Sie sich. Zusammen sind Sie stärker. Vergessen Sie nie, Sie sind nicht allein. Informieren Sie vertraute Personen und vernetzen Sie diejenigen, die sich mit den völkischen Akteurinnen auseinandersetzen wollen. Tauschen Sie sich über Ihre Erfahrungen mit den völkischen Rechtsextremen aus. Wenn Sie sich als Gruppe organisieren, können Sie Ihre Ressourcen bestmöglich einsetzen. Und positionieren Sie sich. Für eine Positionierung können Informationsveranstaltungen oder Publikationen hilfreich sein. Über eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit können Sie das Thema an weitere Personen herantragen, wenden Sie sich an zentrale Institutionen vor Ort, um diese über die völkischen Aktivistinnen aufzuklären und um Unterstützung zu bitten. Dies ist besonders wichtig, um weitere Grundstückskäufe von Rechtsextremen in Ihrer Region zu verhindern. Was tun, wenn diese in Vereinen oder Initiativen und Verbänden tummeln? Völkische Rechtsextreme versuchen sich in bestehende Vereine, Initiativen und Verbänden einzubringen. Über entsprechende Klauseln in den Satzungen kann dem vorgebeugt werden. Und im beruflichen Kontext, um eine Handhabe gegen rechtsextreme Mitglieder zu haben, sollten Betriebe Ausschlussklauseln in ihre AGBs aufnehmen. Zudem kann im Betrieb gemeinsam ein demokratisches Leitbild erarbeitet werden. In Bildungseinrichtungen, oft sind die Kindergärten und Schulen der Kinder aus völkischen Familien die einzigen Orte, an denen die Zivilgesellschaft in Kontakt mit völkischen AkteurInnen kommt. Es ist wichtig, im Umgang mit den Kindern eine menschenrechtsorientierte Haltung an den Tag zu legen und ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe vorzuleben. Grundsätzlich haben Rechtsextreme in Bildungseinrichtungen als Lehrkräfte und Erzieherinnen nichts zu suchen.